Hund oder Katze? Wohl kaum eine Frage spaltet die Tierliebhaber so sehr wie diese. Es scheint, als könne man nur zu einer Seite gehören. Entweder man liebt Katzen oder man liebt Hunde. Barbara Kalich, Talk um 4. Herzlich willkommen. Es wird heute haarig, es wird vielleicht schräg, aber es wird ganz bestimmt kein Schnurren ohne Bellen bleiben. Wir machen heute eine faszinierende Reise in die Gefühlswelt der Katzenfans und Hundeliebhaber. Und ich darf Ihnen meine Runde vorstellen. Hund und Katz vertragen sich nicht. Von wegen. Julias Kater Emil und ihre Hündin Lilo sind beste Freunde und unzertrennlich. Gerhard sagt, er kann nur mit einem Hundemenschen eine Beziehung führen. Denn Katzenfans passen einfach nicht zu Hundeliebhabern. Petra hat am Bauernhof der Oma ihre Liebe zu Katzen entdeckt. Sie ist überzeugt, dass Katzenmenschen glücklicher sind. Dagmar hat schon länger Hunde an ihrer Seite, als sie verheiratet ist, nämlich über 50 Jahre. Und kuscheln kann man mit Hunden sowieso am besten. 13 Katzen haben Verenas Herz erobert. Sie behauptet, Katzen können trösten und tun der Gesundheit gut. Für sie sind ihre Samtpfoten eine große Stütze im Alltag. Und Raphael kommen nur Hunde und Hundemenschen ins Haus. So hat er seine Lebensgefährtin, die ein Katzenfan war, zu einer Hundeliebhaberin bekehrt. Na, das ist auch eine Leistung, würde ich mal sagen. Wir werden uns heute nicht ins Fell geraten und in die Haare geraten. Aber vermutlich gibt es doch einen kleinen Unterschied zwischen den Katzenliebhabern und den Hundefans. Dagmar, du bist bekennende Hundeliebhaberin, ja. Also Fraktion Hunde. Fraktion Hunde mit kleinen Abstrichen. Vor diesen 50 Jahren Hunde gab es auch Katze. Es gab auch einmal ein Leben mit Katze. War schön, streite ich heute nicht ab. Und ich habe absolut nichts gegen Katzen. Sie sind süß, sie sind lieb, weil wir jemand anderen. Jetzt haben sie herzig. Ich tue sie auch streicheln. Mhm. Dann kriege ich vielleicht einmal so ein. Da mag ich sie nicht mehr so, aber ja, es ist, Katze muss man mögen, Hunde muss man auch mögen, aber ich denke mal, man kann beides vereinbaren. Man kann Katzen lieb haben, man kann Hunde lieben, man kann beide lieb haben und die aber auch zusammen im Haushalt haben. Und warum liegt dir ein Hund mehr? Erstens einmal, ich bin ein Naturmensch und wenn ich meine zwei Wuffis schnappen, raus in den Wald, raus zur Donau, raus irgendwohin. Ich kann sie mitnehmen. Sie sind bei mir. Katze? Kannst du nicht mitnehmen? Können ist relativ. Aha. Also ich kenne Katzen, die an der Leine herum spazieren. Ja, ist aber nicht meins. Ich bin mir sicher, das wäre sicher kein Thema, mit dir in den Wienerwald zu gehen. Das glaube ich nicht, dass ihr das gefreundet. Mhm. Und du hast auch ein schönes Tuch, das sind Katzenpfoterl, ne? Nein, ein Hund. Hundepfoterl, entschuldige. Ich schaue dich an und sehe Katzen darin. Nein, also Hundepfoterl sind das. Mhm. Es gibt ja diese Schals und viele, viele Möglichkeiten, das auszudrücken. Das ist bei mir. Naja, so Gerhard, so ein Hundefan hat natürlich viele Accessoires. Ne? Man braucht Halsbänder, man braucht Leine, genau. Futternapf in verschiedenen Varianten, Spielsachen. Genau. Ja, erzähl mal von deinen Hunden. Der erste war ja ein Mittelschnauzer. Ja, den haben wir vom Tierheim geholt. Und der hat bei uns dann 16 Jahre gelebt und war ein Wahnsinnshund, muss ich sagen. Also der war sowas von nett und zutraulich, obwohl er am Anfang natürlich seine Schwierigkeiten gehabt hat, weil er wurde auf der Donauinsel gefunden und dann eben im Tierschutzheim abgegeben. Nicht? Und dann haben wir den Struppi, so hieß er, eben beim Tierschutzheim geholt. Da ist ein wunderbares Foto von ihm. Der ist dann an unser Herz gewachsen und hat sich wirklich so als Perle mehr oder weniger dargestellt und wir waren so happy mit dem Hund. Und das Furchtbarste für mich, Abschied zu nehmen damals, und das tut noch immer ein bisschen weh, obwohl es schon 12 Jahre her ist.
Und ja, und wir haben jetzt einen neuen Welpen, auch einen Zwergschnauzer. Und das ist ein Spanier, da haben wir von Tarragona geholt, aus einer Zucht. Da ist auch das Foto. Und das ist dein Lebensgefährte? Das ist mein Partner, genau. Und der ist auch so lieb. Der ist der nächste Hammer, der Hund. Also, der hat bis dato noch nichts, also, was man so an Welpen sagt, nicht, dass die irgendwas zerfledert haben oder in die Wohnung gekackt haben oder so irgendwas. Gar nichts. Also wir sind gefleischt von dem Hund. Ja, der hat ja auch nicht gebellt, also nicht viel gebellt. Nein. Vielleicht glaubt er, dass er Katze ist. Seine Stimme klingt so ähnlich. Er hat eine sehr hohe Stimme. Das hat sich erst herauskristallisiert. Man braucht ja oft, wenn man so seinen, ich sage immer, den Lebenshund oder so den Seelenhund verliert, das, was euer erster Hund ja war, da will man ja nicht gleich einen neuen. Genau. Man sagt dann oft, na, nimm da gleich einen neuen. Es ist, als würde man ein Familienmitglied verlieren. Ich weiß ja, du hast uns im Vorgespräch gesagt, du hast beim Tod deines Hundes fast mehr geweint, als wie deine Mutter gestorben ist. Genau, weil obwohl du deine Mutter geliebt hast, aber der Hund ist halt... Die Mutter ist 93 geworden, der Hund ist 16 Jahre geworden. Aber es ist halt, das ist ein Familienmitglied. Genau. Und das... Ja, ist wie ein Kind. Genau. Und warum bist du nicht ein Katzenliebhaber in dem Sinne? Also warum keine Katzen? Nein, weil wir beide sehr aktiv sind und wir gehen gern spazieren, wir gehen gern wandern, wir machen Ausflüge etc. Wir reisen auch gerne. Ja? Und das ist halt mit Katzen etwas schwieriger auch. Und ja, jetzt haben wir uns einen Zwergschnauzer genommen, weil der darf mit ins Flugzeug und wir sind Spanien-Fans und dadurch ist also, das Thema... Also er besucht ja sozusagen immer die Heimat, ne? Genau, richtig. Genau. Ja. Man kann auch eine kleine Reise machen nach Kärnten, nach Klagenfurt und dann könnte man in Verenas Café irgendwas trinken und wird dort nicht alleine sein, denn wer ist dort ständig in deinem Café? Genau, also bei mir im Café leben 10 Katzen. Dürfen sich dort frei herumtummeln, sind alles Tierheimkatzen, die bei uns einen ganz tollen Platz gefunden haben, die auch speziell als Gruppe so ausgesucht worden sind, wie sie sind, weil im Gegensatz zu Hunden ist es bei Katzen ein bisschen schwieriger, dass sie eine größere Gruppe zu halten. Gell? Also Hunde, wenn sie verträglich sind, geht das ja normalerweise relativ flott, dass die sich mögen und spielen. Ja. Bei Katzen schaut die Geschichte ganz anders aus. Vor allem, du hast vielleicht 3, die sich verstehen, du hast eine 4. dazu und das kippt da die ganze Gruppe. Genau, aber wir haben das super hingekriegt, auch mit der Hilfe vom Tierheim. Also wir arbeiten da ganz eng zusammen und haben eine super Gruppe, die sich bei uns mega wohlfühlt im Café. Warum haben es dir Katzen angetan? Warum magst du Katzen? Also ich glaube, eines meiner ersten Kinderfotos, Babyfotos ist mit Katze im Bett mit dabei. Also ich bin wirklich so aufgewachsen einfach, habe immer ständig Katzen zu Hause gehabt. Und warum die Liebe so groß ist, kann ich tatsächlich nicht einmal sagen. Aber für mich sind Katzen eine ganz eine eigene Liebe. Also viele halten mich für eine verrückte Katzenlady, sagen sie oft einmal. Aber ich finde einfach, die Tiere können da so viel geben. Das kann für mich kein anderes Tier. Und dein Freund? Mein Freund ist tatsächlich eher Hundeliebhaber. Also das war dann eben eine spannende Zusammenführung. Mittlerweile wohnen wir zusammen und haben 3 Katzen auch zu Hause noch zusätzlich aus der alten Gruppe vom Café, die ich übernommen habe. Er arrangiert sich. Aber ich glaube trotzdem, wenn man wirklich eisern und fest sagt, man ist Hundemensch, dann wird man das auch bleiben. Man wird sich mit einer Katze arrangieren können und das auch genießen, wenn die Katze da ist. Aber die Grundeinstellung oder man selbst, glaube ich, ist auch charakterlich einfach anders, weil ein Hundemensch, dem taugt es, dass der Hund zu ihm aufschaut, dass er Befehle gibt, dass der Hund das ausführt. Ein Katzenmensch ist da ganz anders. Also ich kann meine Katzen auch Sachen beibringen und ich erziehe meine Katzen auch im Café, weil wir natürlich gewisse Verhaltensregeln auch für die Katzen haben. Aber eine Katze ist trotzdem individuell. Die hat den eigenen Kopf, die macht, was sie will.
Und das liebe ich an die Tiere. Also das ist genau das Konträre eigentlich. Der Raphael sagt, sie sind falsch, gell, die Katzen. Die wissen, was sie wollen. Vielleicht darum, ja. Das ist nicht oft das, was wir wollen. Aber es geht oft, sie liegt auf der Schoß und irgendwann, wenn sie reicht, dann packt sie eine. Mhm. Wenn du Pech hast. Keine Prinzessin. Das ist ein bisschen unsympathisch. Ja. Aber ich sag da, wenn du Katzenmensch bist und deine Katze gut kennst, dann kannst du eigentlich zu 99% voraussagen, bevor sie da Prakt, ja. Ja. Aber ja, genau, du hast das so deine, deine Zeichen, die du lesen kannst bei der Katze. Und im Normalfall sind sie ja nicht so hinterlistig, dass sie dich überraschen, sondern sie zeigen es dir an. Die Menschen können es einfach oft nicht deuten, weil sie sich natürlich jetzt nicht so mit dem Ganzen auseinandersetzen. Aber ist es nicht so, dass eine Katze dann erst recht zu jemandem hingeht, der sie nicht mag? Ja, das muss ich bestätigen. Ja. Also wenn ich Allergiker im Café habe, das sind aber sicher die, die sofort anvisiert werden von einer Katze. Also wenn der Raphael zu dir ins Café kommen würde, wäre er umgeben von allen zehn. Ja, weil er auch so höflich ist natürlich den Katzen gegenüber. Also er attackiert sie ja da nicht, sondern er zieht sich zurück. Und ja. Ich möchte auch nicht anecken, ich lasse die auch rauf. Ja. Eine Frage, wie war das von den Behörden her? Das war tatsächlich die erste Behörde, wo ich hingegangen bin, das, die Hygiene, genau. Das Gesundheitsamt, weil ich mir gedacht habe, das ist so das größte Thema. Prinzipiell ist es so, das Café ist so gestaltet, dass die Katzen nicht hinter die Decke kommen. Also Lebensmittel müssen von den Katzen ferngehalten werden, logischerweise. Sobald diese Lebensmittel beim Gast ankommen, bist du aber selbst eigentlich dafür verantwortlich, was dort passiert. Gell? Wir haben die Regel im Café, bitte kein Essen an die Katzen, keine Getränke, einfach weil es nicht gesund ist für die Tiere. Unsere Katzen gehen auch nicht auf den Tisch rauf, also das erledigt sich relativ von alleine tatsächlich. Genau, und somit haben wir daher gar keine Probleme, Gott sei Dank. Also das stellen sich viele oft einmal etwas komisch vor, machen sich Gedanken, ob es da drin schmutzig ist oder ob es vielleicht eine Geruchsbelästigung gibt, natürlich auch durch die Katzen. Aber ich muss sagen, das haben wir Gott sei Dank super im Griff und es funktioniert perfekt. Und Katzen sind sehr saubere Tiere. Sollte ich ein Hundehotel, ein Hunderestaurant machen? Ja, es ist ein sozialer Treff und das ist ja das Schöne daran, dass wenn zum Beispiel Menschen sich ein Tier nicht leisten können zu Hause oder halten können, dann können sie wenigstens ins Café gehen. Ne? Aber eins muss ich schon sagen, also beim Hund ist schon der Flirtfaktor höher. Ja, das stimmt. Ach so, du meinst, wenn du draußen unterwegs bist. Genau, richtig. Das ist ja der Unterschied zwischen Hund und Katzenmenschen, dass die eher introvertiert sind. Ja. Katzenmenschen und ihr seid eher extrovertiert. So glaube ich das zumindest. Ne? Naja, du bist ja auch eine Katzenkennerin durch und durch. Also du arbeitest ja mit Katzen. Was genau machst du? Genau, also ich bin Katzencoach, Katzenverhaltensexperte. Und das heißt, dass ich gehe jeden Tag zu Menschen, die Probleme mit ihren Katzen haben. Also das heißt, wenn die Katze aufs Sofa pinkelt oder einfach nicht ihr Katzenklo benutzt oder wenn sie beißt, die Menschen, oder wenn sie autoaggressiv ist gegen sich selber. Also es gibt ganz viele Stressfaktoren, die natürlich Verhaltensprobleme auslösen und da bin ich zuständig und helfe den Menschen, dass sie ihrer Katze helfen können. Also ich coache die Katzen. Was kann das zum Beispiel sein, wenn eine Katze jetzt hinpinkelt irgendwo und sich daneben benimmt? Genau, also das kann, also wie gesagt, das ist immer eine Stresssituation. Das heißt, sie hat entweder mit dem Umfeld ein Problem, mit den anderen Artgenossen oder auch den anderen Fellnasen, so wie den Hunden. Oder eben, es sind auch Lieblingsplätze, die sie gerne markieren. Jetzt muss man dann immer herausfinden. Und deswegen ist die Körpersprache so wichtig. Und das finde ich so toll, dass du das auch angeschnitten hast. Weil wenn ich die Körpersprache kann von einer Katze, dann weiß ich haargenau, was die sagt, von den Schnurrbarthaaren bis zur Schwanzspitze. Die redet ohne Ende, ob sie jetzt gestresst ist, ob sie aufmerksam ist, höflich, freundlich, wütend und so weiter. Und daraus können wir dann ziehen, wo ist das Problem, wo hat sie das Thema und das entstressen wir. Und kann man eine Katze auch abrichten? Ja, also ich habe das Abrichten ist das Wort, das was wir zum Beispiel bei den Hunden gerne machen. Wir sagen ja nicht erziehen und abrichten, weil das klingt ja so ziemlich so, sondern wir sagen eher trainieren. Also das heißt trainieren, wir machen Maßnahmenpläne, Training, wie Klickertraining etc. Und die Katzen sind super intelligente Lebewesen. Also die sind, weil oft sagen die Hundebesitzer, die Katzen, sie haben ja nichts in der Schüssel, aber die sind so extrem intelligent und vor allem sie verstehen das auch so schnell, ja, was man ihnen beibringen möchte. Also die berühmte Opernsängerin Natascha Uschakova hat eine Katze. Ja. Die kann Sitz, Platz und Gimme Five. Ja. Also die
Also die Katze glaubt wahrscheinlich, sie ist ein Hund, habe ich gerade gesagt, aber nein, man kann auch... Ja. Aber es ist so schön, weil die Interaktion so schön ist zwischen Mensch und Tier. Da geht es nicht darum, dass ich jetzt meiner Katze sage, du sitzt jetzt, sondern einfach nur, hey, du kriegst aber dafür nachher ein Leckerli. Ja. Und sie macht das so gerne eigentlich. Ja. Ne? Vielleicht muss man, beim Hund sagt man, sitz. Und bei der Katze, würdest du so lieb sein? Aber was man wahrscheinlich, und ich schaue schon Raphael schon an, was man wahrscheinlich bei einer Katze wahrscheinlich auch schaffen würde, ist aber schwer vielleicht, dass man trainiert, dass sie ins Wasser springt. Weil so Wasserfreundinnen sind die Katzen nicht. Dein Hund hingegen, lieber Raphael, schon. Ist sehr wasseraffin, ja. Was macht denn der mit dir? Oder du mit ihm? Ich mit ihr, ja. Wir machen Dogdiving seit 7 Jahren. Das heißt, das ist ein Hundeweitsprung in den Pool, der auch... Also nicht untertauchen. Nein, nicht im klassischen Sinne von Tauchen, sondern... Das ist ein 6 Meter langer Steg, da nimmt man Anlauf und das ist ein 9,5 Meter langer Pool. Und ich versuche halt, meinen Hund zu bewegen, möglichst weit in den Pool hineinzuspringen. Du sagst Dog Diving, in Amerika heißt das Dog Jumping, ja. Also wenn man eben vom Dog wegspringt. Richtig. Und wir können uns das jetzt einmal anschauen, wie das ausschaut. Wie heißt dein Hund? Kira. Das macht so Spaß, oder? Das wenn man schon zuschaut, das ist so Spaß. Also das schaut, können wir uns das bitte noch einmal anschauen? Dass man sich zweimal anschaut. Bitte zeigt das noch einmal. Nämlich der erste Sprung ist weiter als der zweite und das wird dann zusammengezählt. Schon richtig. Jetzt. So geht's schon. Und da gibt es Wettbewerbe in Österreich dafür? Ja. Das wird meiner Hündin angefangen. Das ist ja auch oft auf der Haustiermesse, ne, dass die Pools aufgestellt werden. Und so weiter. Also auf den Messen sind diese Turniere. Und da sind wir, also die letzten Jahre waren immer 4 Stationen in Österreich. Und dort, wo wir trainieren in Königstetten, haben wir einen stationären Pool, wo wir regelmäßig trainieren können und auch eigene Turniere veranstalten, beziehungsweise auch anderen das beibringen. Also wir sind selber auch Trainer dafür. Fahren selber auch. Waren 2019 in Polen, Dortmund, fahren heuer im November wieder nach Dortmund zur Europameisterschaft, sind selber 2019 Europameister geworden. Wahnsinn, oder? Ja. Das ist cool. Ja. Und unsere persönliche Bestmarke war bei einem Sprung 7,40 Meter. Okay. Aber wie lange braucht das Zeit eigentlich? Ja, es ist so organisch gewachsen quasi. Also meine Freundin hat damit begonnen auf einer Messe. Beim allerersten Sprung ist der Spieler eher hinter ihr gelandet, was... Und dann gesagt haben, okay, sie muss werfen lernen. Die ersten 1-2 Jahre hat sie es dann selber gemacht. Und dann haben wir festgestellt, okay, ich werfe einfach viel besser. Mhm. Beziehungsweise auch, es ist eine Timing-Sache. Und wir haben halt eine Wurftechnik herausgearbeitet. Das heißt, wir trainieren quasi nicht den Hund. Der Hund macht es eh immer gut. Wir trainieren eher den Menschen und sagen, okay, schau, du musst da und da schießen, wenn der Hund da ist. Also vom Timing richtig, im richtigen Bogen. Die erreichbare Weite vom Hund, also das Spiel auch in der Weite richtig platzieren. Ohne dass wir dem Hund jetzt irgendwie frusten. Mhm. Und dann kann ich halt erreichen, dass der Hund wirklich dem Spiel nachspringt. Mhm. Und kann quasi den Sprung ein bisschen steuern. Und wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Weil du bist ja auch Papa. Richtig. Mhm. Ist sehr exzessiv. Schon, gell? Ja. Also einmal in der Woche trainieren wir auf jeden Fall. Also schauen, dass es einfach ausgeht. Zweimal die Woche geben wir das Training selber. Und ja, es ist immer... Jeweils bei den Trainings 2 bis 3 Stunden. Und jetzt ist es ja so, in der Allgemeinheit, die Menschen sagen immer, naja, also Katze und Hund, das geht nicht gut. Nun weiß man aus vielen, vielen Geschichten, es geht schon gut. Und es geht ganz, ganz super gut bei der Julia. Ja, das stimmt. Ich muss dazu sagen, also ich bin mit Katzen aufgewachsen, dann haben wir endlich noch einen Hund gekriegt. Ich wollte das Kind eigentlich immer einen Hund haben, das hat dann ein Randl gedauert. Dann war es so, dann haben wir schon 2 ältere Katzen gehabt und dann haben wir eigentlich gesagt, wir kriegen keine Katzen mehr. Und dann haben wir letztes Jahr zu unserer neuen Hündin, also unsere Hündin ist jetzt 2 Jahre, das ist die Lilo, haben wir 2 Findelkatzen gefunden mit 3 Monaten Abstand. Na voll, sie sind so süß, aber sie waren beide schwer krank. Davor war der Emil dabei, also der... Und der Emil, das, wie soll ich sagen, der ist nicht der hellste Stern. Er ist voll süß, aber es dürfte, ich weiß nicht, er hört ein wenig schlecht, er sieht schlecht, er hat eine extrem lange Leitung.
Aber das macht ihn so unglaublich süß und die, ja, er liebt, er sieht die Christbaum, genau. Ja, ja. Oh. Oh. Mein Gott, er hat es mir so süß. Ja, unser erstes Weihnachten. Ich bin Entschuldige, Bonne. Der hat eine super Zeichnung. Das ist wie so. Ja, Mittelscheitel. Ja, genau. Mittelscheitel, ja. Aber Spiegel. Also, ja, genau. Ja, super. Na, seit wir am Home, ich muss sagen, der Niedlichkeitsfaktor ist bei uns derartig erhöht. Also wir haben 4 Katzen mit dem zweiten Findelkind jetzt und das war immer so, ja, wir lassen es aus, die kommen wieder, das passt. Beim Emil ist das wirklich so, wir müssen ihm jeden Tag in der Früh die Ohren einschmieren, weil er hat weiße Ohren, sonst werden die grün und dann werden sie leider irgendwann angenommen, weil einfach das Gewebe kaputt wird oder die Haut. und bei ihm ist es immer so, wenn man aussieht, dann kommt eh wieder, ist er schon da. Man muss auch dazu sagen, er ist vor, wie wir ein halbes Jahr gehabt haben, ist er von einem Auto angefahren worden. Dann war er ziemlich schwer verletzt, dann war er in der Tierklinik, da haben wir schon geglaubt, jetzt bringen wir nicht durch. In der Zeit war er schon mit unserem Hund beste Freunde. Das ist ja wie gekuschelt und gespült. Und der Hund hat dann gelitten, wie der Koda in der Tierklinik war. Und es ist schon sehr spannend mit den zwei. Also ich hätte mir eigentlich nie gedacht, dass ein Hund und ein Kot so eine innige Bindung haben können. Also der Hund, der, wie soll ich sagen, unser Lilo hat das auch verstanden, dass er nicht so ist wie alle anderen Katzen von uns daheim, dass er wirklich irgendwie besonders ist. Und wenn er in den Garten rausgeht, dann schaut er eben schon, so, Frauli, darf ich eh so weit gehen, passt das eh? Oder, also, er schaut sich voll um. Ja, voll, absolut. Genau. Aber du hast uns auch ein Video mitgebracht, das wir uns jetzt anschauen können, wo man sieht, diese innige Liebe zwischen Emil und der Hündin Lilo. Oh mein Gott. Ja, also, die zwei. Großartig. Das ist, ja. Das ist Maschine. Das geht den ganzen Tag so übrigens, gell? Da brauchst du nichts machen mehr, ne? Also es ist wirklich ein bisschen von uns, von mir auf die Nacht vom Fernseher sitzen, alle 2 Minuten, oh, schau, die zwei sind so lieb. Oh, schau, du musst dir das ausschauen, du brauchst gar keinen Fernseher, ne? Nein, brauchst du nicht. Also, entzückend. Was ist denn das für eine Rasse? Die Lilo ist ein Australian Shepherd. Australian Shepherd, okay. Genau. Verwechsel ich immer mit den Border Collies, ne? Sind sie ja, sie schaut sehr ähnlich aus, weil ja die Braundüne vor. Ja. Ich meine, in der Sendung hätte man erwartet, naja, Hunde und Katzen auf der Bühne, aber wir haben nicht gewusst, wen soll ich mal und dann streiten die vielleicht. Aber du hast deine Katzen ja eh mitgenommen, ne? Julia. sie hat nicht das Fell benutzt. Nein, es ist so, ich arbeite ja beruflich, hauptberuflich mit Hunden und Katzen. Also ich bin Tierfriseurin und ich habe einen Futtermittelhandel und wir dann nebenbei auch noch Hunde- und Katzenhaare verspinnen. Also das zum Beispiel, das ist ein Schal, das ist aus Unterwolle von unserem Salon, das, was wir gesammelt haben. Da sind viele verschiedene Hunde und Katzen drinnen. Das Rote haben wir auch eingefärbt. Also das könnt ihr sich gerne anschauen, wenn euch das interessiert. Weißt du, ja, das ist das cool, oder? Was? Das ist total angenehm. Ja. No. Ich finde das immer so toll. Man braucht auch eine Erinnerung, finde ich. Ja. Also auch an seine eigenen Katzen. Oder, also nicht, also, dass man es jetzt fremd, also von fremden Hunden oder fremden Katzen, sondern wenn man so was Eigenes. Aber das passt gut. Aber nicht ausstopfen. Das ist richtig angenehm. Was wird der Raphael wissen? Wie viele Hunde oder Katzen mussten sterben für diesen Schal? Was sagt das Lohn? Also sterben musst du mit Spaß. Ausgebürstet. Also für einen Schal sage ich jetzt mal 250 Gramm, 300 Gramm reine Unterwolle. Also abgeschorene und geschnittene Haare funktionieren nicht. Es gehen auch nur Langhaarrassen, also Langhaarkatzen und Langhaarhunde. Es ist so, wir verspinnen nur auf Aufträge. Also es ist eigentlich, wir haben so viel zu tun, weil die Leute, was sie das von uns machen lassen, die haben, wie du gesagt hast, wirklich ein reines Erinnerungsstück. Also da ist so viel emotionaler Wert dahinter. Das zum Beispiel ist die Wolle von meinem allerersten Hund, so wie du vorher gesagt hast, mein Herzenshunker. Was machst du denn alles? Wir sagen, ab 50 Gramm, das ist, also ab 50 Gramm fangen wir zum Spinnen an. Alles andere macht es unterbei keinen Sinn, weil wir 2 Fäden machen müssen. Also das zum Beispiel ist ein Wollknäuel, das werden ungefähr 50 Gramm sein. Das ist von einem Samoiden. Da haben wir eine Kinderweste, ich meine, die habe ich schon sehr lange, die Weste. Die ist jetzt auch schon fast 10 Jahre alt, gell. Die ist super flauschig, also die ist, Also war das von den Samoiden oder war das? Das ist ein reiner Samoide mit Naturfarben eingefärbt, genau, es war eine Kinderweste. Also. Gott, ist das. Und entschuldige, das bleibt so weich, auch wenn man es wäscht? Ja, die Sache ist so,
diese reinen Wollprodukte, durch das, dass das reine Handarbeit ist und das einen emotionalen Wert hat, waschst du das ja nicht regelmäßig und du tragst es normalerweise ja auch nicht regelmäßig her wie normale Kleidung. Ja. Sondern das ist wirklich, sehr viel lassen sie das machen und stellen das dann zu einem Tierfoto, zu der Urne. Sie wollen das angreifen, wollen wieder mal dran riechen, wollen sie wieder das Bedürfnis nach dem Tier haben. Ab und an habe ich natürlich auch Kunden, die haben einmal einen Schal oder Haube im Winter, wenn es kalt ist, aber es ist natürlich nicht geeignet, dass man das zu Tode wäscht, sage jetzt. Das einmal. Ist eine Haube dort, gell? Kannst du die mal zeigen, genau. In die Kamera? Das ist süß. Oh. Die passende süß. Haube zum Schal. Das ist ein Siberian Husky, oder? Nein, da ist tatsächlich drin ein Schäferhund, Border Collie, Australian Shepherd, Maine Coon-Katzen sind drinnen. Also alles, was bei uns im Geschäft an Unterwolle überblieben ist, haben wir halt dann versponnen. Und dazu muss man sagen, diesen Äumel oder das da oben, sind das keine rausgerissenen Katzen- oder Hundehaare, wie man es manchmal sieht auf den Jacken. Nein, das ist Kunststoff, das da oben. Nein, oh mein Gott, nein. Ja. Ich weiß eh, ich muss leiden. Ja, das ist, was für uns so spannend ist, wir haben unser Unternehmen mittlerweile seit 12 Jahren und wir haben extrem viele internationale Aufträge, also von Amerika, Frankreich, Israel haben wir jetzt da gehabt. Wir machen aber keine Werbung, die Leute kommen alle auf uns zu. Was kosten so Hauben? Es kommt jetzt ganz drauf an, auf die Menge, die was wir verspinnen, also wir rechnen eher nach der Menge ab. Ich würde jetzt sagen, die habe zum Beispiel um die 100, 150 bis 200 Euro genau. Also es kommt immer darauf an, genau von der Wollmenge halt. Und ist das so, dass wenn ich jetzt meinen Hund, ja, also wenn ich die jetzt immer beim Friseur die Haare sammle und dann bringe ich dir das, dass mir dann andere Hunde nachlaufen? Vielleicht, das weiß ich nicht. Aber das ist aber eine interessante Frage, oder? Das möglicherweise. Vielleicht bei der Katze eventuell, ja, ich weiß nicht. Nein, also wir hätten bis jetzt noch keine so, wie soll ich sagen, Erfahrungswerte. Genau, hätten wir noch nicht. Macht ihr auch Socken? Haben wir sehr viele, ja. Wintersocken haben wir sehr viele, aber halt zum Couchen, zum Fernsehen auf Nacht und so, die sind super warm. Also ich finde es einfach auch toll, eben als Erinnerungsstück auch. Ja, weil man braucht das ja auch also von seinem Tier, egal jetzt ob es Katze oder Hund ist. Man will immer, weißt du, man hat ein Erinnerungsstück, wenn eine Katze oder jetzt ein Hund stirbt oder sein geliebtes Haustier, und dann hat man meistens irgendwie so einen Diamanten oder so einen Stein. Genau. Und das finde ich einfach toll, wenn man dann noch ein bisschen was Kleines dran macht mit den eigenen Haaren. Genau, das stimmt. Zum Kuscheln. Was glaubt ihr, was gibt es mehr in Österreich? Mehr Katzen oder mehr Hunde? Nein, mehr Katzen. Katzen. Ich glaube, dass mehr Katzen sind. Ja. Obwohl, mehr Katzen. Wir haben 1,6 Millionen Katzen in Österreich. Ja, das ist und fast, die Hälfte in jedem, so circa. Ja, ein bisschen mehr sind sogar, also laut neueste Statistik, über 2.034.000 Katzen und 827.000 Hunde. Und der Trend geht zu kleinen Hunden. Mhm. Aber es ist schon, kommt schon viel zusammen. Ne? Wenn jetzt im auch Wald das Futter und so weiter. Und die Menschen brauchen ja auch ihre Haustiere oder ihre geliebte Lebewesen. Und richtig, das ist aber alles schon sehr teuer geworden natürlich. Ja, aber was macht Gerhard ein Hund? Also macht dich der glücklich? Der macht Spaß. Der macht einfach viel Spaß. Und wie gesagt, er zwingt dich mehr oder weniger Bewegung zu machen. Bravo. Und diese Bewegung, wer rastet, der rostet, das ist ein altes Sprichwort. Und von der Seite her, also sag mal für mich oder für Leute. Bewegen kann ich auch mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin gehen oder mit dem Rad. Nein, das stimmt schon. Der Hund ist einfach dieses, man muss halt raus, bei jedem Wind und Wetter. Ja, aber man tut das ja auch gerne auf der anderen Seite, weil du kriegst ja auch viel zurück. Das ist ja das Thema, weil so wie wir das Video gesehen haben, ich meine, die zwei vertrauen sich so enorm und das schon zuzusehen, ist so entspannend und so witzig, das Ganze. Sofort das Herz. Da kann man nicht sagen, das ist mir wurscht. Ja, genau. Es ist, glaube ich, wenn man sieht, dass es den eigenen Haustier gut geht, geht es dir selber auch gut, weil man leidet dann gleich, wenn sie was haben. Mein erster Hund hat eine ganz schwere Vergiftung gehabt. Da waren wir 2 Wochen in der Tierklinik und haben jeden Tag mit dem Tod gerungen. Wir waren alle fertig. Also wir haben nur Rotz und Wasser blärt. Also das wirklich. Und alle Leute, und vor allem Leute, die was kein Tier daheim haben, die verstehen das nicht. Was tust du denn da so oder so viel Geld, was du reinsteckst. Oder so, boah, das geht gar nicht, bitte.
Es ist wie ein Kind. Also schauen die mitunter ins Herz, nicht? Wenn es dir nicht gut geht, total. Ja, ja, die Tiere, sie spüren ja. Sie spüren es viel besser. Dieses, ja. Dagmar, weil ich zuerst zu den Gerhard, was gibt es so ein Tier? Du kuschelst ja auch so gerne mit deinen Hunden. Früher war es dein Sohn, aber der ist schon zu groß, ne? Also, ja, das wäre heute nicht das wär mehr komisch. Denkbar. Und mit dem Mann kuschelst zwar auch, aber mit dem Hund fast. Der hat noch der schnarcht nach einer gewissen Kuschelzeit, was meine beiden Hunde natürlich nicht tun und das natürlich Nein. sehr genießen. Ich auch, und dann ja. schlafen wir vielleicht einmal zu dritt ein, aber spät nach. Nein, es ist ganz was, es gehört dazu. Aber das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass wenn man ein Tier streichelt, also Hund, Katze, ja. da wird, also der Blutkreislauf ja, geht nach unten, Endorphine, Serotonin, Dopamin, genau, das wird alles. Alle Glückshormone werden frei. Richtig. Man wird ruhiger und glücklicher. Mhm. Ja, das ist, man sieht gerade die Emi da, das ist die ältere von den beiden, die ist ja. so ein relaxtes Tier, dass du glaubst, die ist unter Drogen. So ist sie. Ja. Wenn es dann drauf ankommt, kann sie natürlich auch anders sein, sie kann auch extrem stur sein. Da kannst du sagen, Amy, und sie wird sich denken, ich darf das jetzt nicht deuten, was ich gerne würde, was das sich wahrscheinlich denkt. Ja, aber es ist, es passt so. Es passt hundertprozentig. Über den zweiten Namen. Der andere Hund, ja, den haben wir auch genau, hier. Genau, der Bobole. Super Hund. Hund. Bobole. Der ist wieder genau das. Der Dackel dabei, gell? Es ist nicht. Oder, genau. Entschuldige, Corgi. Corgi. Den haben wir gesagt, der Corgi. Corgi ist dabei. Ja, ja, der Axel ist zu klein. Er ist ja, ja wirklich so von der Statur her. So ist, ja. ist er wirklich Corgi. Ein Corgi. Ja, süß, süß. Ja, ja, genau. Und wo hast du sie her? Er ist ein. Ursprünglich ist er ein. Was ist er? Kroate. Ha? Und den haben wir aber übers Internet gefunden. Die Dame muss den hergeben, aus persönlichen. Ist ja wurscht. Ja, also, das kam aus dem Internet. Und die Emi ist eine Slowakin. Die haben wir mit 6 Monaten geholt. Aus der Slowakei. Ja. Und das war das Stärkste in meinem ganzen Leben. Ich habe, wie gesagt, viele Hunde gehabt. Wir kamen dort in dieses ja, wo, Gitter, Käfig, wie auch immer. Hunderte Hunde. Emi. Mhm. Emi, na komm her, Emi. Nein, die hat sich gedacht, was willst du von mir? Ne? Obwohl man ja immer sagt, man soll den Hund nehmen, der einem entgegenläuft. Soll man, das ist richtig, aber das aber auch ist immer, auch ne? immer dehnbar. Ja, ja, ne? ja. Man, unser Tasti, den wir auch lang gehabt haben, die ist mir auch, ja, die ist mir auf die Schulter gekupft, hat mir abgeschleckt und damit war es, damit hat sie mein Herz erobert. Ja, ja, ja. Aber es wären auch andere Hunde hergekommen. Mhm. Also, ja, so man kann aber auch dann nicht alle braucht. Nehmen. Ne? Ja, geht nicht. Das ist unmöglich. Ja, man würde gerne alle nehmen. Aber ja, das ist halt. Da habe ich Gott sei Dank einen Partner, der sagt, stopp. Der sagt, jetzt. Es ist als, du kannst ja nicht so viel Hund nehmen. Wir haben das vorher besprochen. Wir fahren auch gerne in Urlaub. Mhm. Fahren. Fliegen kommt sowieso nicht in Frage, weil ich lasse meinen Hund nicht bei irgendwem. Oder, eine Hundepension oder Freunde oder nein. so? Mhm. Nein. Also nur, wenn es wirklich nicht mehr geht. Mhm. Also das heißt, es wird Urlaub gemacht, wo kann ich mit dem Auto hin? In Kroatien, in Italien, es ist vollkommen wurscht. Aber mit den Hunden. Mhm. Ja, aber es ist eh, glaube ich, schon ein bisschen besser geworden. Meine, es gibt auch Hundehotels und Campingplätze und ich weiß nicht, naja. Was nicht nach alles. Also da fehlt noch viel. Nein, also ja, ich also vielleicht in Kroatien. Nein, also ich habe es in Italien, habe ich kein Problem gehabt. Ich meine, okay. Noch gut. Österreich sowieso? Naja, es gibt schon. Oh. Echt? In Hotels, wir sind bekennende Pensionsgäste. Wir lieben die Gemütlichkeit, ich brauche keine. Ja. Und da gab es auch schon, na, Hunde nicht. Mhm. Oder einen nur, wen überhaupt. Ja, oder der darf nur 5 Kilo haben. Oder ja, so genau, ja. Bravo. Also mit so einem großen Box gar nicht kommen. Ja. Ne? Du, ich möchte noch mal zu dir, Raphael, kommen und zu deiner Lebensgefährtin, Freundin, Frau. Partnerin. die ja eine eher eine Katzenfreundin war eigentlich. War, ne? ist. Ist sie ein introvertierter und empfindsamer, auch unvoreingenommener grundsätzlich vom Charakter her? Nein, würde ich jetzt nicht sagen.
Nicht? Nein, nein. Also, und bist du temperamentvoller und energiegeladener? Nein, überhaupt nicht. Ich bin eher der Zurückhaltende und eher der Ruhigere und schaue alles immer von außen an. Dann bist du ein Katzentyp, mein lieber vielleicht, Freund. Vielleicht, aber mir liegt der Hund einfach mehr. Also eine Studie besagt, dass die Hundetypen temperamentvoller, energiegeladener, kontaktfreudiger wären als die Katzenmamis oder Papis. Und die Katzentypen sind eben introvertierter und empfindsamer und unvoreingenommener. Okay. Also das kann ich interessant. Das kann ich auch nicht unterschreiben. Also. Eben, das stimmt ja überhaupt nicht. Wirklich. Vielleicht bei der Dagmar, du bist schon temperamentvoller. Und, ja. Nein. Das ist nämlich interessant. Ja, ist witzig, ja. Aber ich würde vielleicht nicht so pauschal sagen. Wenn deine Partnerin so ein Katzentyp eher ist, dass sie sich genau deswegen in dich verliebt hat, weil du so vielleicht, wie ein Kater bist. Gegenseitig ist. Ja, das kann sein. sie hat sich jetzt langsam gewöhnt an die Kira. Also naja, sie hatte jetzt ja schon 9 Jahre Zeit. Ja, obwohl die Kira aber anfangs ihr ein bisschen die Hölle heiß gemacht schon, hat. Ja. Also es war begonnen hat es ja so, ich habe 4 Jahre eigentlich darum gekämpft, dass wir einen Hund bekommen. Ich bin mit Hunden und Katzen aufgewachsen. Ja. Also wir haben immer irgendein Tier zu Hause gehabt. Und ja, bei uns war dann die Grundgeschichte, sie hat immer gesagt, ja, wir haben eine Wohnung und ja, bei der nächsten Wohnung oder ein Haus werden wir einen Garten haben. Okay, passt, jetzt ist der Moment, jetzt ziehen wir um. Und wir haben prompt die Wohnung mit Garten bekommen. Im September sind wir eingezogen, im Oktober war die Kira da. Und hat sie nicht einmal irgendwas aufgegessen, was sie hätte sollen? Ja, also wir haben am Anfang Probleme gehabt, dass sie alles gegessen hat. Wirklich alles. Auch mal fast 300 Euro, die ich nicht gefunden habe, die herumgelegen sind. Und sie hat dann... Bei Münzen wäre es ja wurscht, die würden sie nicht hat aber meine Unterhose von meiner Partnerin gegessen. Kopfkino. Die bislang ist immer alles rausgekommen wieder, aber die Unterhose kam 2-3 Tage nicht raus. Und das war gerade Semesterferienzeit, wo ich mit meinem Vater, also mit meiner Familie Skifahren war. Also es war und ein Slip. Ein Slip, ja. Keine Pumpanella. Ja, ja. Und sie ruft an, die Unterhose kommt nicht raus. Was soll ich tun? Ich soll sofort heimkommen. Du, ich stehe am Berg auf den Ski. Ich kann jetzt nicht plötzlich aus der Murau heimkommen. Ja. Zum Glück ist sie aber dann zum Tierarzt und dann hat sie so Kontrastmittel der Hund bekommen fürs Röntgen. Und der Tierarzt sagt, das muss eh ein bisschen einwirken und gehe noch mal eine Runde spazieren. Und plötzlich, wie ein Lottogewinn, ist die Unterhose wieder rausgekommen. Vorne oder hinten? Hinten. Gefährlich. Und gleich durch und hart ausgeräumt. Ja, da kriegst du sowas, wo sie dann halt... Ja, da gibt es die kuriosesten Dinge. Aber da hatten wir Glück in Unglück. Dein lieber Kater, der Emil, der ist auch sehr lustig, ja? Ja, er ist... Seit wir haben, müssen wir extrem aufpassen, dass wir Türen zumachen, überhaupt die Badezimmertür bei uns. Also unser Kater ist wirklich überall dran. Er ist sehr verschmiert und er liebt Wasser. Also er geht auch mit mir duschen oder er hupft auch in die Badewanne rein. Und das ist wirklich, er sitzt beim Waschbecken. Also es ist, wir haben in unserem Badezimmer Bidet. Also das haben wir jetzt, das steht seit 30 Jahren drinnen, das wird aber jetzt seit dem Emil nicht mehr benutzt. Also es ist vorher nicht benutzt worden, aber wir haben das Wasser immer, also es ist eigentlich immer zum Rinnen, also es war aufgedreht, sagen wir. Der Brunnenfeen. Ja, den bestimmten Tag vor einigen Wochen, das ist jetzt sogar nicht so lange her, normalerweise fahre ich immer mit meiner Mutter gemeinsam in die Firma, aber an dem Tag bin ich in der Früh allein gefahren, weil sie einen Zahnarzttermin hat. Sie sitzt nur im Wohnzimmer und strickt noch und sie hört was und hat sich nichts gedacht, sitzt nur 10 Minuten, dann steht sie auf und dann geht sie in die Küche und dann sagt sie, ich selber hab's nicht gesehen. Bei der Küchenlampe ist Wasser runtergeschossen und in der Küche ist schon überall Wasser gestanden am Tisch und auf die Sesseln und der Boden. Sie hat dann einmal gleich einen Schrei gemacht, weil mein Dad hat noch geschlafen. Dann schnell runtergerannt in den Keller und im Keller unten auch überall schon das Wasser. Und dann hat er mal das Wasser angetragen, so okay, es rinnt noch. Er ist dann ins Bad aufgegangen und er hat das Bidet, das ist so ein... Sein Kloppern, dürfte meinen Kopf dagegen geschmiert haben und hat das Bidet aufgetragen. Und das ist natürlich schneller gegangen als was anrennt. Jetzt haben wir so viel Wasser im ersten Stock gehabt.
Die Böden waren natürlich kaputt und wir haben jetzt mittlerweile schon Böden gelegt, aber jetzt haben wir das Wasser auch dran. Also es ist dann, ja. Du sollst so einen Druckknopf machen, was der. Ja, oder so. Also irgendwann so. Na, der schafft es, der Emil. Der dreht vielleicht. Ja, genau. Du, und hat er nicht auch irgendwo den Christbaum ist zum Beispiel auch für die genau. Katzen. Also in Emils allererstes Weihnachten war, das haben wir auch noch nie gehabt. Das, wir haben, wie gesagt, eben 4 Katzen. Ja, ich habe ihn eingestellt und er ist schon mit drin gesessen, da war noch gar nichts drauf, dann ist der Baum schon mal umgeflogen. Mhm. Ich war allein daheim, weil ich gesagt habe, ich mache das. Also ich habe in der Zeit, wo ich ihn aufputzt habe, ist er glaube ich 4 Mal geflogen und dann habe ich ihn oben auf der Decke abunden, weil ich gesagt habe, das geht nicht. Das, ich meine, es stört mich nicht, er soll gerne reingreifen, wenn er Gaudi hat, bitte, es ist ja lieb, was. Du brauchst so Schaumgummikugeln? Ja, Plastik, nur Plastik. Plastik, ja. Genau. Aber du musst die Plastik jedes Mal zusammenklauben in der Vor. Also bei mir steht der Christbaum mittlerweile am Balkon, wo die Katzen wieder nicht hinkommen, weil es einfach irrsinnig mühselig ist. Wir haben dann dazwischen so einen Kunstbaum gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da hängst du die Äste nur ein. Ja, ja, ja. Du hast ihn wieder an, die Äste herausbringt, weil sie halt irgendwie versuchen, raufzuklettern. Ja. Also Christbaum habe ich aufgegeben tatsächlich. Eine bei Decke anbinden ist eine gute Idee. Passen? Hundeliebhaber und Katzenfans zusammen? Also wenn man Katzen nicht mag, das würde ich da nicht verstehen. Ja, also wenn jemand sagt, ich hasse Katzen oder da geht es nicht um Allergiker, sondern da geht es wirklich, ich hasse Katzen zum Beispiel. Oder was sind das für, oft hört man dann für Miststück, weißt du? Das ist einfach furchtbar, ne, weil sie so mysteriös sind und weil sie sich nicht verstehen. Deswegen, also ich könnte niemals mit einem Katzenfan zusammen sein. Oder der meine Katzen nicht mag. Ja. Wie viele hast du? Naja, ich hatte 2 und jetzt vor 8 Wochen ist einer meiner beiden Katzen gestorben. Mit 16. Und jetzt habe ich noch einen, den Merlin. Und ja, mein Merlin ist halt auch mein Seelenkater zum Beispiel. Und der Merlin ist aber so wie ein Therapeut. Das heißt, wenn es mir echt nicht gut geht, also ich wusste gar nicht zum Beispiel, da hatte ich mal eine Panikattacke, mit dem Herz war ein Problem, also keine Atmung mehr gehabt. Und der Merlin hat sich hingesetzt, der eigentlich normal ein ganz fauler Typ ist und er kann fast nicht sitzen, weil er so schlaksiger Typ ist. Und er hat sich 2 Stunden hingesetzt wie eine Statue und hat auf mich aufgepasst. Oder wenn der Hund draußen bellt, beim Nachbarn, genau. Und der sagt eigentlich, der Hund, hey, ich will rein, lass mich rein, weil seine Eltern von dem Hund, die schmeißen den immer raus, na, und dann muss er in den Garten halt Lulu oder Gacken gehen. Und der Hund sagt, na, ich will aber wieder rein, lass mich rein. Und dann sitzt der Merlin und redet mit dem. Also redet. Ja. Merlin miauzt halt und der Hund tut halt auch zurück. Die tauschen sich aus. Die tauschen sich aus. Was der wohl sagt, der Merlin. Genau, richtig. Aber er ist so entspannt und irgendwie der Hund wird dann auch immer entspannt. Ich erlebe es ja auch ganz oft, dass Kinder und Katzen, also die Kinderbabys, ja, also wenn die in der Wiege liegen und die Katzen legen sich hin, die sind so eine tolle Synergie haben die miteinander. Ja. Weil es ja oft das Thema gegeben hat, ja, wenn man Kinder hat, dann kann man keine Katzen mehr halten. Und so. Weil sie sich auf das Baby drauflegen, sagt man. Genau, immer. Aber sie legen sich ja eigentlich daneben. Wenn sie sich halt drauflegen würden, ja, natürlich ist das gefährlich. Da muss man das am Anfang beobachten. Aber dann legt sich die Katze ja auch nur drauf und sagt eigentlich, möchte ich besitzen, du bist eigentlich mein Baby. Ja. Also, und wenn sie sich aber daneben hinlegen, die entspannen sich so unheimlich. Ja. Oder gerade hier das Thema Hunde und Katzen. Hunde und Katzen sind eine super Synergie, weil die Nachbarskatze nämlich von drüben kommt nicht mehr rüber. Das heißt, unsere Katzen müssen nicht mehr raufen mit den anderen, weil das ja oft voll der Stress ist, ne, für unsere eigenen Katzen. Der Hund findet das cool, weil er hat ein Rudeltier noch dazu. Ne? Also Hund ist Rudel. Das ich glaube, Beste, ist die Zusammenführung einfach sehr wichtig. Gell? Und was falsch gemacht wird, einfach wenn Hund auf Katze das erste Mal trifft, du musst einfach gewisse Regeln beachten. Okay. Oder damit legst du den Grundstein einfach, dass es wirklich gut funktionieren kann. Ja, genau, aber stimmt. Was interessant ist, dass es Hunde gibt, die manche Katzen akzeptieren und mögen und bestimmte nicht. Das ist wie bei den Leuten. Richtig. Sind sie sympathisch oder nicht? Ja. Ne? Ja. Wobei, wenn wir jetzt sagen über Vergesellschaftung, also Zusammenführungen, es kann schon einige Monate dauern. Und man muss da viel Geduld und Liebe auch reinbringen und keinen Druck und Stress. Weil es kann tatsächlich der Knopf aufgehen nach 3-4 Monaten und der Hund sagt, boah, das ist der geilste Mitbewohner, nämlich meine Katze. Ja. Und die Katze sagt, na, den finde ich ganz super toll, ne, weil der haltet mir mein Revier frei. Oder es geht nie, oder?
Das muss man dann nach einer Zeit schauen. Hängt das aber nicht selten mit dem Alter zusammen? Also wenn man sie von klein auf zusammenbringt, ist es meistens unkompliziert. Mhm. Aber wenn der Hund schon älter ist oder die Katze älter. Oh. Ja, dann, ja nein, da geht es um die Körpersprache. Wenn ich klein bin, also ich bin ein Hund und du bist eine Katze, dann kann ich von dir lernen, ah, wenn du jetzt da wedelst mit dem Schwanz als Katze, muss ich aufpassen als Hund. Umgekehrt, wenn ich wedel mit dem Schwanz, musst du als Katze nicht aufpassen. Also, weil die Körpersprache so different ist. Mhm. Jetzt bringen wir zwei Individuen zusammen, eine Katze und einen Hund. Vielleicht kennt der noch keine Katze oder die kennt noch keinen Hund und sagt die, oh, hey, mit mir kannst du das nicht machen. Du willst auf Angriff gehen, du wedelst mit dem Schwanz, du Hund, und die Katze greift dann natürlich, die haut dann natürlich vollgas rein. Also das kann natürlich passieren. Du sprecht ihr mit euren Tieren? Ja. Regelmäßig. Ah, eh, na Gott sei Dank. Ja. Also so richtig? Ja. Ja. Nein, in Babysprache. Ja. Es ist furchtbar. Also ich glaube, wenn die Leute bei mir sind, das ist ganz schrecklich. Also Babysprache, jeden Nickname, was man sich nur ausdenken kann, hat. Mein Merlin, sag mal, der Vogel tut nicht weh. Ja, genau, ja, bravo. Ich auch, oder? Nein, nur die Babysprache und alles hört sich dann auf, wenn er irgendein Ungeschick oder Missgeschick. Du Kröte, du. Buti, buti. Also das ist aber wirklich die aber sie können halt auch die Mimik lesen. Natürlich. Ja, absolut. Also das wie man schaut oder... Ja. Und auch wie sie zurückschauen dann. Ne? Sie verstehen auch jedes Wort. Ja. Alles, von was du redest. Der Tonfall. Ja. Richtig. Die Emotionen spüren die so stark. Ne? Die spüren die Emotion, ob du jetzt positiv oder negativ bist. Und sagst du auch, oder sagt sie auch euren Tieren, ich liebe dich? Oder? Ja, schon. Ja, absolut. Ja. Absolut, jeden Tag, 100 Mal. Ja. Und sie ist Rachel, du nicht? Nein. Du sagst nicht, ich liebe dich im Sinne von, ich habe dich lieb oder du hast das super gemacht? Oder? Ja, super gemacht, natürlich loben, aber ich... Ich liebe dich zum Hund. Was passiert? Ein Geben und Nehmen. Ein Geben und Nehmen. Sie tut mir was Gutes, ich tue ihr was Gutes. Menschlichung. Und, ne, dann und ich fange. Du vermenschlichst sie nicht. Das tue ich auch nicht. Also vermenschlichen tue ich auch nicht. Aber abbusseln und ich habe dich lieb, das ist, muss drinnen sein. Ja. Ne? Ja, aber das ist doch nicht vermenschlichen. Das ist Kommunikation schlussendlich. Genau, die Kommunikation, dass ich einfach weiß. Du meinst, du ziehst dir keine rosa Jackeln an und machst dir Frisuren? Das Vermenschlichen ist was anderes. Ja. Und zwar dieses, weißt du, wenn die dann einfach so sitzen und entspannt sind, eigentlich das... Menschen oft sich denken, oh Gott, meine Katze ist fad oder die ist traurig, dabei sitzt die nur vollkommen wunderbar entspannt da. Das wäre die Interpretation des Vermenschlichen. Aber wenn ich die mal knuddel, und das ist ja auch mein Kind, ja, also ich habe ja auch nur das eine. Aber siehst du, da würden sehr viele Menschen jetzt sagen, no, das ist Vermenschlichen, weil das ist ja nur ein Tier. Nein, also Vermenschlichen wäre das, wenn ich meine Bedürfnisse als Mensch, ich bin ein anderes Individuum als Mensch, ich habe andere Bedürfnisse, auf das Tier projiziere. Also da geht es jetzt nicht darum, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne Salat, meine Katze soll Salat essen. Aber, das ist so, wie viele sagen ja, ich möchte meiner Katze nicht immer das gleiche Futter geben, weil ich möchte ja selbst auch nicht jeden Tag das gleiche essen. Oder sie soll es nur in der Schüssel serviert bekommen. Genau, aber wenn man mit dir das vertrocknet und alles in Ordnung ist, vor allem, da passt das ja richtiger. Aber es ist wirklich mehr oder weniger das ist Geschmackssache, für manche Leute ein Babyersatz. Ne? Ja. Und viele die kleiden auch dann die Hunde so im Gespräch. Im Internet immer wieder Sachen, wenn man denkt, das ist krank. Ja, ja. Also du sagst ihm, ich hab dich lieb oder so. Ja, eben. Ja. Komm her, Puppi. Ja, genau. Und du tust mir so gut und Ding und so. Ja, genau. Und sie trösten auch, gell? Das, was wirklich schön war, ich habe im Lockdown so einen Moment gehabt mit einer meiner Katzen. Es war nämlich für uns der Lockdown relativ schwierig, jetzt gar nicht aus finanzieller, das war eh für alle gleich. Ja. Aber für meine Katzen war es halt schwierig, dass sie gewohnt waren. Jeden Tag kommen Leute, die beschäftigen sich mit ihnen, die streicheln sie. Und auf einmal war aus. Ja. Und das haben sie schlechter da bockt, als ich es gedacht habe. Ich habe gedacht, sie werden sich relativ schnell umstellen und dann ist halt das die Normalität. Ich war selbst jeden Tag im Café, habe mich um die Katzen gekümmert, weil ich gesagt habe, ich kann sie jetzt nicht einfach da allein lassen. Sie brauchen wenigstens eine Person, die kommt. Und habe dann echt so einen Moment gehabt, wo ich dort gesessen bin auf der Couch, wo ich das erste Mal auch mit meinen Katzen so richtig gekuschelt habe. Also die sind alle, dann haben sie sich natürlich auf mich gestürzt. Und ich bin dort gesessen und habe echt Tränen verdrückt, weil ich mir gedacht habe, es ist einfach so unfair, dass sowas passiert und vor allem, dass man es Tiere einfach so weitergeben muss im Endeffekt. Gell? Und ich habe einen Kater gehabt, der ist mir so auf der Brust gelegen und der hat dann die Pfote hergetan auf die Wange, wo meine Träne war. Und das war wirklich so etwas,
Der spürt, wie es mir geht, der will mich trösten. Das hat mir ein bisschen Hoffnung ergeben, so in die Richtung, du, wir werden das alles schon wieder irgendwie machen. Und das Gleiche haben wir gehabt, wir haben einen Kater einschläfern müssen vom Café, relativ jung. Und da war genau die gleiche Situation. Also erstens hat sich dieser Kater vor dem Einschläfern bei uns allen verabschiedet. Also der bei allen meinen Mitarbeitern ist der noch einmal gekommen, ist noch einmal am Schoß gelegen. Das war irre. Also die Katze hat ganz genau gewusst, was passieren wird. Das war für mich so arg, weil ich mir so schwer getan habe, das zu entscheiden. Aber er hat mir so das Gefühl gegeben, du, das ist das Richtige, mir geht es total schlecht. Also der hat die Lunge voll mit Metastasen gehabt, der hat einfach schwer geatmet, also er wäre irgendwann erstickt. Aber das ist zum einen so schlimm, weil man sich quasi gehen lassen muss und entscheiden muss. Auf der anderen Seite ist das ja, Gott sei Dank kann man es und kann sie erlösen. Genau. Du, Verena, und wie machst du das Urlaub oder so? Also schwierig. Schwierig, aber eigentlich nur wegen mir persönlich. Ich bin einfach irrsinnig an meine Katzen gebunden. Und das ist jetzt nicht einfach, was ich nicht sperre, lokaler Wochen zu und gehe auf Urlaub oder lasse dein Personal das machen. Ich habe ein super Team und ich vertraue mein Team zu 100%. Aber es ist trotzdem, ich möchte meine Katzen sehen, ich möchte sie kuscheln in der Früh. So, wenn ich reinkomme, dann stürmen einmal alle her, weil sie hungrig sind. Und dann wird einmal so jeder abgecheckt, so, gehst du normal, passt alles, ist das Fell schön. Also so die ersten Sachen, die du einfach abgreifen kannst. Und da muss ich, glaube ich, noch ganz viel lernen und arbeiten an mir, dass das einfach möglich ist. Die Petra hat zuerst gesagt, also, weil viele Menschen sich kein Tier leisten können, also nicht nur die finanziellen Gründe, manchmal ist es eben auch die Umstände, Haus oder man kann immer mal mit einem Hund zum Beispiel jetzt Gassi gehen. Aber ein Tier ist natürlich auch, wenn man ein Tier sich sozusagen nimmt, dann ist man nicht allein. Ne? Ja, so ist also es. Das ist schon, man kommt nach Hause und es ist wer da. Mhm. Also, und egal ob Katze oder Hund, weil stimmt schon, die Katze freut sich anders. Ne? Der Hund freut sich halt mit, das ist ein Wahnsinn, so freuen wie ein Hund, Gerhard tut sich sonst niemand, oder? Wenn man heimkommt. Na, hin und wieder mein Partner. Aber sonst. Na, geh auf, so wie der Hund. Ja, was angenehm ist. Das lassen wir jetzt. Das habe ich jetzt gar nicht. Das Kopfkino ist erlaubt. Und bringen euch eure Tiere auch zum Lachen? Ja, ja, ja. Schon, ne? Ja. Absolut. Ich finde auch Katzen so super, weil die lachen ja nicht. Die schauen ja nicht. Nein, ne? Nein, die grinsen schon. Du weißt, du siehst das beim Fang. Der Fang ist normalerweise kurz bei einer Katze. Und wenn der Fang sich aufrollt und du siehst da hinten so, ja, weißt du, so wie so ein kleiner Schwung. Ah, dann lachen die auch? Dann grinsen die richtig. Die grinsen, ja. Und wenn sie lächeln, dann zwinkern sie mit einem Auge. Ihr habt uns ja heute gezeigt, wie toll das Leben mit den Haustieren, mit den Vierbeinern sein kann, egal ob Hund und Katze. Und ich finde es super, dass ihr euch nicht in die Haare seid als Hundeliebhaber und Katzenfans. Vielen Dank euch und noch viel, viel Spaß mit euren Lieblingen. Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Bei deinen Stricksachen und dir auch mit der Kira noch weitere weite Sprünge. Katze oder Hund oder beides, die Entscheidung obliegt Ihnen, was auch immer Ihnen mehr Freude macht, egal ob Sie sich jetzt lieber mehr bewegen oder doch so die Kuschelvariante mit der Katze gerne haben. Also diese tierischen Abenteuer, das verspreche ich, die gehen auf alle Fälle weiter. Danke fürs Zuschauen. Sie wollen auch einmal bei mir zu Gast sein? Dann rufen Sie an und verraten mir Ihr Wunschthema.